dieser Thomas Haldenwang, ne, dieser Chef von dieser Behörde, dem habe ich ja eine goldene Taschenmuschi geschickt. Also geschenkt. Und dann hat er mir ernsthaft zwei Agenten, also auf Steuergelder, zwei Agenten vor die Tür geschickt, die mir dann diese Pakete zurückgebracht haben. Bandenkriminalität! Ja. Ja, hallo. Kanzel? Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Hi, grüß dich. Hast du jetzt Zeit? Ich hätte Zeit. Was gibt es denn zu besprechen? Ich wollte mal gerne. Also kannst du mich einordnen? Ne, du bist ein Investor, aber ich weiß nicht genau, was du jetzt wolltest von mir. Ja, genau, pass auf. Ich wollte mal hören, wie sind die Geschäfte steht und mal fragen, wie wir mit den ausstehenden Zahlungen weitermachen. Also mit den Geschäften steht es so, wie es auch auf der Webseite kommuniziert wird. Der Store ist offen. Wir haben jetzt die Situation, dass eben dieser Diebstahl war und dass das Ganze eben sich verzögert. Da gibt es ungefähr 1 Million Euro, die ich wiederbekomme von zwei Parteien. Das dauert aber, deswegen ist es so eine Situation, wo ich jetzt nicht die ganze Zeit alles Geld immer wieder weggeben kann, weil dann einfach das zu knirschig ist. Deswegen wird eben aktuell zum Beispiel auch der Versand ausgesetzt. Es läuft aber, wie gesagt, der Store-Verkauf. Das habe ich gemerkt mit dem Versand. Ich habe vor einiger Zeit was bestellt. Mhm. Aber ich kriege immer nur eine Zahlungsaufforderung per E-Mail. Okay, das heißt, Versand machst du gar nicht mal. Wir machen aktuell keinen Versand. Wir zahlen auch nicht alle, alle zwischen Investoren oder so. Aber es ist ja alles im Werden. Also wir haben ja zwei Gerichtsprozesse, einer vom Land Berlin und einer von dem Dieb, von dem Tarek Zelahi, der halt im Auftrag des Bundesamts für Verfassungsschutz geklaut hat. Also wir haben ja mit so im Grunde einfach so Inlandsgeheimdienstgeschichten zu tun, dass die also angesetzt waren, um eben Diebstähle zu begehen, irgendwelche Verfahren sich auszudenken. Und das sind ja ganz einfache Fälle. Deswegen gehe ich schon, ja, um mich zu sabotieren. Und deswegen denke ich auch, dass ich das also innerhalb, sagen wir mal, der nächsten 12 Monate zurückkriegen werde, das Geld. Das heißt, es ist jetzt eben eine vorübergehende Phase, die wir eben durchstehen müssen und ja. Und hast du den Typ, der dich gestohlen hat, ist das schon vor Gericht? Das ist also angezeigt seit Februar, jetzt ist ja heute der 1. August, also März, also der ganze Februar, der März, April, Mai, Juni, Juli, August, jetzt der 1. Also es müssten so, jetzt kann ich nicht so schnell gerechnet, ich glaube 6 Monate müssten es jetzt sein. Und die haben eben also eine irre langsame Justiz. Also soweit ich das bisher einschätzen kann, haben die den nicht mal eingeladen zum Gespräch. Okay. Also die sind irre langsam. Also man muss damit rechnen, dass es noch ein Jahr dauert oder so, weil die machen einfach nichts. Also ich denke, die sind mehr oder weniger instruiert, nichts zu machen. Weil normalerweise würde man ja einen Verdächtigen mal einladen zum Gespräch. Aber die haben jetzt seit einem halben Jahr nichts gemacht, also gehe ich davon. Also ich habe mit der Staatsanwältin gesprochen persönlich, die wirkt nett, sehr kompetent, aber wenn da irgendein Oberer zu ihr kommt und sagt so, jetzt verzögern wir das mal ein Jahr oder so, dann kann sie ja auch nichts machen. Also insofern würde ich sagen, ist das eine bewusste, das Bundesamt für Verfassungsschutz verzögert Geschichte. Aber es ist angezeigt, es ist auch bei der Staatsanwältin, nur wie lange es genau dauert, kann ich nicht sagen. Okay. Und die Sache in Berlin, da ging es um die Ware, die für die beschlagnahmt wurde, ne? Da ging es um beschlagnahmte Ware, aber das ist gar nicht so der Punkt. Das sind nur so, ich schätze so grob 30.000 Euro. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war, dass sie den Store einfach ohne Grund zugemacht hatten. Ja. Da haben sie einfach behauptet, sie haben den Verdacht, dass da LSD verkauft wird, statt an LSD privat. Und dann habe ich gesagt, naja, haben sie denn irgendeinen Laborbericht oder haben sie denn irgendwas? Und dann hatten sie halt nichts. Und es ist halt einfach eine einfach ausgedachte Geschichte. Also diese Staatsanwältin, Frau Lattmann, die ist so offensichtlich korrupt, also man ruft die an und die sagt ja tschüss und legt drauf. Also die benimmt sich einfach wirklich also offensichtlich korrupt. Also nicht korrupt im Sinne von, dass sie Geldköfferchen bekommt, das wahrscheinlich aber auch, sondern im Sinne von halt moralisch verdorben. Dass sie also offensichtlich keine neutrale Ermittlerin ist, sondern eben offensichtlich Agentin des Bundesamtes, weil sie einfach sich so benimmt, also so würde sich kein Staatsanwalt trauen, sich zu benehmen. Also einfach asozial, sie beantwortet E-Mails nicht, hat über 30 E-Mails geschrieben, sie beantwortet die einfach nicht. Es ist einfach offensichtlich nicht normal, wie man das so erwarten würde von der Staatsanwältin. Also die benimmt sich aufgrund aller Sau. Deswegen ist es einfach offensichtlich, es braucht auch nicht viel, um es nachzuweisen, dass sie offensichtlich keine normale Staatsanwältin ist.
Weil so wie die sich benimmt, würde man sich einfach nicht benehmen als Schlossanwalt. Das heißt, da geht es so um 370.000 Euro, die ich wieder kriege, weil sie einfach den Laden zugemacht hat für ein halbes Jahr ohne Beweis. Also das sind eindeutige Fälle. Gut, die Frage ist natürlich, wenn das natürlich der Staat machen kann, kann das dabei nicht wirklich rausziehen, bis du insolvent bist. Ja, das ist aber so eine Geschichte. Also ich lasse mich auch nicht so leicht verarschen. Also ich mache es jetzt so. Ich wollte mir jetzt zum Beispiel generell verbieten, geschäftlich tätig zu sein, aber ich habe ja mehrere Firmen. Also ich bin jetzt einfach auf die andere Firma umgeswitcht. Das ist im Grunde eine Sache gewesen von einer Stunde Arbeit oder so. Muss man halt die Impressumszeiten ändern und so und nochmal ein neues Gewerbe anmelden und so. Aber die machen ja so Spielchen und die können es ja auch nicht total übertragen. Also die können es ja auch nicht sich einfach komplett... Also sie schicken jetzt auch nicht einfach einen Killer oder so. Es war schon einer da, der so hypnotisiert war, aber mein Gott, also ich denke, ich kriege mein Geld wieder. Ich denke auch, dass das alles eine Zeitfrage ist. Ich meine, dann fallen mir ja zwei Punkte dazu ein. Ich meine, du hattest es ja neulich auf Instagram, ich gucke ja so ein bisschen nach, irgendwie so ein Screenshot rausgehauen, wo du hieß, deine Konten leer, Geld brauchst du nicht. Bitte, das habe ich nicht verstanden, das habe ich nicht verstanden mit den Konten. Du hattest, glaube ich, einen Post rausgehauen auf Instagram, einen Screenshot von deinen Konten. Das haben sie mir schon wieder dicht gemacht, das ist das sechste Mal, ich lasse jetzt auch. Also es bringt ja nichts, ich weiß, da sind offensichtlich korrupte Leute in der Abteilung, die entscheiden, ob man gesperrt wird oder nicht, weil ich ja ganz unproblematische Sachen poste, also kein Nazi-Zeugs oder sowas. Ne? Also insofern, da muss jemand arbeiten, entweder sind es Amerikaner, irgendwelche Indern, irgendwelchen Callcentern oder vielleicht auch deutsche Mitarbeiter, die mich einfach immer sperren. Deswegen lasse ich es jetzt auch mit dem Instagram, weil es ist einfach vom Format her, klappt es einfach nicht. Das sind einfach Strukturen, die nicht funktionieren. Wenn ich da immer wieder einen neuen Account mache, es wird innerhalb von, sagen wir, 3 Monaten wieder gesperrt, das lohnt sich einfach nicht. Was du jetzt meinst mit Screenshot von Konten, kann ich jetzt mich nicht erinnern, was ich gepostet hatte. Du hattest von irgendwas von der Berliner Sparkasse gepostet. Also ich meine, ich habe den Post zu erinnern, du hast den Screenshot von der Berliner Sparkasse da reingesteckt und mit der Aussage dazu, keine Ahnung, Geld, da war irgendwie ein roter Betrag oder ein geringer grüner Betrag drauf, mit so dem Statement dahinter, keine Ahnung, Geld brauche ich eh nicht. Ja, das kann ich mich nicht erinnern. Ich hatte eventuell mal irgendwas gepostet, das stimmt, ich kann mich jetzt aber nicht erinnern, was ich genau da gepostet hatte. Also die Sache ist einfach so, wir haben ja durch die Online-Sales, haben wir ja sowieso Cashflow, aber auch eben durch den Store. Also wir haben ja diesen Berlin-Store hier und der läuft ja auch und dadurch haben wir halt sowieso quasi Online-Geld, was reinkommt und Offline-Geld, was reinkommt. Also wir haben ja zwei verschiedene Einkommensströme. Und jetzt bin ich auch dabei, in Polen einen Betrieb aufzubauen. Da habe ich jetzt einen Manager vor Ort, der in Polen, also konkret das vor Ort managt, weil ich ja in Berlin arbeite. Das heißt, wir werden dann auch nochmal eine dritte quasi Einkommensart haben, nämlich Ausland. Wo ist denn der Shop in Polen? In Warschau jetzt erstmal, aber die Idee ist, dass wir so aus dem Cashflow in Warschau dann recht schnell auch noch in Krakau und in Danzig aufmachen werden. Also ich rechne damit, dass so im nächsten halben Jahr sowohl Krakau als auch Danzig offen sein wird. Gut, und ja, das ist sicherlich eigentlich die nächste Frage dann da. Ich meine, du hast ja jetzt eben gesagt, kam bei mir an, dass du die Geschäfte mit dem 1V-Verkauf von der Hilaritas ausgelagert hast in eine andere Unternehmen. Genau, in eine andere GmbH. Das ist ja, ich bin ja der gleiche Gesellschafter, also ich bin ja der Eigentümer von beiden Firmen. Das heißt effektiv, es ist genau das gleiche, nur ein anderer Firmenname effektiv. Also deswegen war es auch so lächerlich, dass die dann mir plötzlich verboten haben, überhaupt noch tätig zu sein mit der Hilaritas, weil es natürlich der Beweis ist, dass die also Willkür walten lassen. Weil die haben mir also quasi gesagt, es ist ihnen egal, ob ich Opfer einer Straftat bin oder ob ich das selbst verursacht habe. Und das ist ja die Definition des Willkürstaats, wenn der Willkürstaat sagt natürlich, es ist mir egal. Ne? Und ein Rechtsstaat sagt nicht, es ist mir egal, sondern guckt natürlich auf Gründe und achtet darauf, die Menschen eben angemessen zu behandeln. Deswegen, die haben sich da ganz schön aus dem Fenster gelehnt, weil logischerweise ist ja klar, wenn man so offen einfach staatliche Willkür betreibt, dann kann ja jeder innerhalb von 5 Minuten, der sich das anguckt, sehen, ja, okay, das ist wirklich staatliche Willkür. Ne? Und dann ist es natürlich verkackt, weil es so offen nicht funktionieren kann. Also das muss man, wenn, im Geheimen machen, dass man sich merkt. Aber wenn irgendein Staatsanwalt ankommt, einfach so ohne Grund einen Laden zu machen, 400.000 Euro Schaden verursacht, dann ist halt offensichtlich. Deswegen, die haben es ein bisschen übertrieben. Also dieser Thomas Haldenwang, ne, dieser Chef von dieser Behörde, dem habe ich ja eine goldene Taschenmuschi geschickt. Also geschenkt. Und dann hat er mir ernsthaft 2 Agenten, also auf Steuergelder, 2 Agenten vor die Tür geschickt, die mir dann diese Pakete zurückgebracht haben und gesagt haben, der Thomas möchte keine Geschenke bekommen. Also der Typ hat sich wieder mal geoutet, anstatt einfach die Größe zu haben, die Pakete einfach wegzuschmeißen oder so, wenn ihm das nicht gefällt.
auch noch das Steuergeld zu verschwenden, ganz offensichtlich, um die Agenten direkt von meiner Wohnung zu schicken. Also es ist einfach zu peinlich, was die da veranstalten, um das einfach nicht zu bemerken. Deswegen ist es rein von der Sachlage her, jeder, der sich es anschaut, weiß, ich habe recht. Und insofern ist es eine Zeitfrage, bis das erfolgreich ist. Aber Recht haben, Recht bekommen sind ja zwei Paar Schuhe. Ja, das sind zwei Dinge, aber ich denke halt, es ist einfach zu peinlich, weil wenn man halt aber gar keinen Beweis hat, die hätten ja irgendwas, was weiß ich, einen vorläufigen Laborbericht machen können, wo sie irgendwie einen falschen Wert haben und sagen, ach ja, war ein Zahnreher oder so. Ne? Aber einfach gar nichts zu haben, das ist ja kein Narrativ. Normalerweise hat man ja irgendein Narrativ. Man denkt sich irgendwas aus und dann hat man wenigstens irgendeine Ausrede. Aber die haben ja gar keine Ausrede, die haben keinen Laborbericht, die haben nichts. Und dann zu sagen, ja, sie haben, also ich gehe auch nicht hin und sage, bei Rewe ist vielleicht Koks in den Bananenkisten, jetzt mache ich alle Rewe zu. Das ist ja lächerlich, das würde man ja niemals machen, das ist völlig gewöhnlich. Ja, genau eben. Also man muss natürlich schon irgendeinen Beleg haben. Ne? Man muss irgendeinen Laborbericht haben, man muss irgendwas haben. Wenn man gar nichts hat, dann ist es total leicht zu entkräften, da muss man nicht viel machen. Sagt man, aber sie haben ja gar nichts, wieso haben sie das denn so gemacht? Und dann können die ja nur rumstammeln und sagen, ja, wir dachten, ja, nee, aber man macht nicht auf Denken, man macht es auf Beleg. Ne? Also deswegen ist es halt einfach ja, sehr einfach zu entkräften und das ist eine Zeitfrage. Die können das jetzt nicht länger als ein Jahr rauszögern, bin ich mir sicher. Das heißt aber, die nochmal kurz zu Hilaritas, was ja. Ja, richtig, aber ich halte mich natürlich auch an alle Verträge, an alle, also sowohl die Kaufverträge der Kundinnen und Kunden als auch natürlich an die Investorengelderverträge. Es ist auch so, ich habe auch Klage eingereicht gegen diese, also dieses Gewerbeverbot, wo einfach hier das Bezirksamt Pankow gesagt hat, ja, weil sie diese Steuerschulden nicht bezahlen können wegen dieses Diebstahls, dürfen sie jetzt gar nicht mehr tätig sein in dieser Firma. Und da ist es so, dass ich Klage eingereicht habe, auch also für einen fünfstelligen Betrag. Also so geht das Geld halt auch schnell weg. Ne? Man muss dann wieder Klage da einreichen. Da habe ich aber, wie gesagt, also Klage eingereicht. Und es ist so, dass ich natürlich sage, ja, also ich bin ja gar nicht schuld. Wie kann da mein Laden zugemacht werden? Deswegen, das dauert halt auch wieder wahrscheinlich ein halbes Jahr bis ein Jahr. Aber sowohl diese gewerbliche Geschichte, dass mir untersagt wurde, überhaupt noch gewerblich tätig zu sein, also diese Anordnung des Bezirksamts, also des Ordnungsamts, als auch die Schließung des Ladens, als auch der Diebstahl. All diese drei Sachen sind ja angestoßen, die laufen jetzt. Ich denke, innerhalb von 12 Monaten haben wir da auch eine Klärung in allen drei Fragen. Okay, wie ist dein Plan im Prinzip, die Zahlungen wieder aufzunehmen oder diese Verpflichtung zu restrukturieren oder was? Na, das wird also, sobald ich das kann, ich muss es ja auch verantworten können, ich kann ja jetzt nicht alles Geld, was ich reinbekomme, sofort wieder an Investoren auszahlen, denn es einfach vom Handling her aktuell nicht geraten ist. Also ich muss ja erstmal gucken, dass die Firma überhaupt läuft, wenn ich alles Geld weggebe, ist ja die Firma pleite. Also ich muss halt gucken, wann das Sinn macht, ich kann es aktuell nicht genau sagen, weil ich jetzt eben auch konfrontiert bin mit dieser Geschichte, mit dem kommenden Verbot. Also es wird ja wohl so Mitte September, schätze ich, verboten, die aktuelle Substanz. Und dann in Deutschland, da müssen wir halt gucken, wie lange das sein wird. Wahrscheinlich so 4 Wochen oder so, schätze ich, vielleicht auch 6 Wochen. Aber ich schätze eher so 4 Wochen, letztes Mal war es ungefähr 1 Monat, bis dann die Nachfolgesubstanz da ist. Und dann muss ich ja gleichzeitig noch Polen aufbauen. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, wenn du wirklich extreme Not hast, wenn du sagst, du brauchst das Geld unbedingt, weil du damit gerechnet hast, dass du das kriegst und du hast jetzt irgendwelche Verpflichtungen deinerseits. Dann könnte ich dir das unter Umständen jetzt abzweigen quasi. Aber eigentlich will ich das lieber jetzt zusammenhalten, einfach damit ich zum Beispiel sowas wie große Materialkäufe machen kann, weil dann wieder der Preis pro Ware geringer ist, also pro Einheit. Und insofern, also es ist aktuell so ein bisschen, weil es alles so läuft. Und man weiß ja auch nie, es kann ja immer wieder irgendein neuer Prozess anstehen, der dann auch wieder 16.000 Euro kostet. Also es ist einfach so, dass ich ein bisschen Geld zusammenhalten möchte, aber wenn du mich darum bittest, dann mache ich es, dann überweise ich dir. Also ich meine, sagen wir es so, ich werde natürlich so ein bisschen nervös, weil natürlich, ich schwanke zwischendrin, was ist da los, es kommt gar nichts mehr. Natürlich, ja, ich bin auf das Geld angewiesen teilweise, ja, das ist richtig. Andererseits verstehe ich auch deine Position komplett da, dass ich das Geld zusammenbeweisen muss. Und ich versuche halt irgendwo jetzt einen Weg zu finden, wo wir einen Mittelweg zu gehen, ja. Ich meine, ich hatte dir schon mal angeboten, wenn dir eine Restrukturierung irgendwie hilft, dass wir irgendwie was ja, ich darf jetzt aktuell mit dieser Hilaritas GmbH, wurde mir verboten vom Bezirksamt, das vom Ordnungsamt. Ich darf mit der jetzt gar nicht mehr geschäftlich tätig sein. Das heißt, jetzt neue Verträge zu machen mit der Hilaritas, das geht nicht, weil das einfach nicht mehr, das ist quasi jetzt erstmal, ich habe ja den Prozess angestoßen, aber der ist jetzt ja soweit erstmal quasi nur begonnen, der ist noch nicht weiter. Deswegen, oder ist noch nicht fortgeschritten irgendwie nennenswert. Deswegen ist es klar, ich darf mit der Hilaritas GmbH aktuell nicht gewerblich tätig sein.
Das heißt, dafür haben wir jetzt keine neuen Verträge. Das heißt, Gewerbeverbot ist zulässig oder es kommt raus, es ist nicht zulässig, dann kannst du mit der Lage weitermachen. Genau, die haben ja einfach gar keinen, also haben mich ja gar nicht richtig angehört. Die haben einfach gesagt, uns ist egal, warum sie das jetzt nicht bezahlt haben, auch wenn sie unverschuldet ist. Jetzt nicht zahlen können, sie sind einfach pauschal zu verurteilen, dass sie eben nicht mehr gewerblich tätig sein dürfen. Da sage ich, das ist willkürlich, das kann ja nicht sein. Dass, wenn Siemens plötzlich beklaut wird im Lager und verliert plötzlich 10 Milliarden oder so, ne, dann ist ja auch nicht Siemens zu schließen, sondern dann sagt man ja auch, naja gut, da läuft jetzt gerade ein Verfahren, die kriegen 10 Milliarden wieder, logischerweise kann man jetzt nicht einfach Siemens schließen, das ist ja Quatsch. Das heißt, bei mir, weil es ein Startup ist, denken sie halt, naja egal, den machen wir jetzt einfach zu. Aber es geht halt so nicht, ne? Man kann nicht einfach Willkür walten lassen. Das, deswegen, also es ist auf dem Weg, aber es wird eine Weile dauern. Ja. Was kannst du mir vorschlagen? Ich kann dir überweisen, also wenn du willst, wenn du jetzt konkret sagst, du brauchst 1000 Euro, 3000 Euro, ich weiß nicht genau, was du brauchst, ne, dann kann ich ja das dir überweisen, das ist ja kein Problem. Also ich meine, ich habe das Thema, dass ich derzeit sehr klamm bin. Ich habe da volles Vertrauen in dein Geschäft gesteckt, ja? Ja. Und ich jetzt irgendwie auch für die nächsten Monate über Runden kommen muss. Ja. Ich habe mit diesem Einkommen fest gerechnet, ich bin mir auch völlig klar, dass dann das Risiko dabei ist, ja? Ja. Ich kann gar nicht vors rausgehen, ja? Mhm. Ja, also 5.000 muss ich mal gucken. Ich habe jetzt gerade am 2. August geht wieder eine große Summe weg, so an die 50.000 für Materialkäufe. Da will ich jetzt nicht gerade dir jetzt gerade 5.000 überweisen, weil das einfach ist ja morgen, ne? Also nicht, dass wir da dann irgendwie das nicht zahlen können, dann verschiebt sich das wieder alles. Gib mir doch einfach mal deine IBAN und dann mache ich das, wenn ich denke, dass es richtig ist. Okay? Schick mir doch einfach eine E-Mail oder ich weiß nicht, weil ich habe aktuell kein WhatsApp, ich komme da aktuell nicht ran. Deswegen schick mir doch einfach eine E-Mail mit deiner IBAN und dann habe ich das auch schon. Dann mache ich das so, dann antworte ich einfach auf deine Antwort von gestern. Ne? Ja, können wir so machen. Machen wir so. Super. Alles klar, super. Ja, ja. Dankeschön, dass du Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ja. Schon mal weiter. Ja, gerne. Und solltest du irgendwie Unterstützung brauchen, irgendwas, dann kannst du dich ruhig melden. Also ich meine, ich stehe nach wie vor hinter dem, was du tust. Ja, super, freut mich. Ja, ja. Also wenn dir was einfällt, sagst hier, dann melde dich, dann kann ich mal gucken, ob ich da irgendwo anpacken kann oder was auch immer ist. Okay, super, danke schön, Christoph. Vielen Dank. Alles klar. Ja, alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Danke schön, ciao. Ja. Ja, ja, klar. Du sag mal. Ja. Ich habe irgendwie das gute Gefühl, dass das hier nicht mehr so gut geht. Doch, das glaube ich schon. Also wegen wirtschaftlich meine ich jetzt. Ja, ich habe die Webseite jetzt gefixt, also sie geht wieder. Also nicht ich, sondern der Christian, aber ich habe es ja beauftragt. Mhm. Also die geht jetzt wieder, das heißt, wir müssten jetzt auch wieder Einnahmen generieren. Das heißt, effektiv haben wir jetzt also Einnahmen vom Shop und bald auch wieder vom Store, sobald der Robert das Geld eingezahlt hat. Ja, aber da gibt es ja die ganzen Leute, die diese Klagen alle gegen dich haben. Also Kunden, die im Tausenderbereich bestellt haben, die Investoren. Ja, aber das ist ja ganz einfach. Das ist ja ganz einfach. Also wenn die Firma pleite geht, geht es pleite. Dann ist ja egal, dann ist es erledigt. Glaube ich aber nicht, weil ich ja ca. 1 Million Euro wiederkriege von den beiden, also vom Staat, also vom Land Berlin und vom Fahrrad insgesamt. Das heißt also, ich kriege ja definitiv Geld. Gerade heute ist jetzt eine Verhandlung, kannst du dir auch gerne durchlesen, wenn du möchtest, hier bezüglich der Unterlassungserklärung. Das heißt, ich müsste eigentlich bald dann 650.000 Euro vom Fahrrad kriegen. Und dann, ja wirklich, und dann eben 380.000 von, oder 370.000 glaube ich, von der Staatsanwältin Frau Lattmann, also vom Land Berlin. Also haben Sie jetzt Fahrrad verhört oder wie? Nein, aber ich habe ja eine eidesstattliche Versicherung jetzt gegen seine eidesstattliche Versicherung abgegeben. Jetzt sind es also zwei eidesstattliche Versicherungen. Und jetzt geht das allen seinen Weg. Ne? Also es ist sehr wahrscheinlich, dass innerhalb des nächsten Jahres, also innerhalb der nächsten 12 Monate, das eben geregelt sein wird. Also insofern ist hier weder eine Pleite, noch wird irgendjemand leer ausgehen. Es werden alle, die also Geld überwiesen haben, die gekauft haben, effektiv eben auch beliefert. Das dauert eben ein bisschen. Ja, okay. Und hast du deinen Anwalt auch gefragt, ob die Begründung, falls sich jemand irgendwie vor Gericht zerrt, mit dem Diebstahl auch gilt? Was meinst du damit?
Ist doch logisch. Wenn jemand mich beklaut, beklaut mich doch jemand, kann ich doch nichts machen. Ja, ich weiß, aber du weißt doch, das Recht ist doch immer so. Naja, das Recht ist für den Arsch. Also es geht nicht darum, was im Recht steht, es geht darum, was im Gesetz oder so ist. Es geht darum, was moralisch richtig ist. Ne? Wenn du beklaut wirst, wirst du beklaut. Da kannst du ja nichts machen. Also sehr, sehr logisch. Wenn du beklaut wirst, kannst du ja nichts dafür, wenn du beklaut wirst. So, wenn du dann die Steuern nicht zahlen kannst, weil du beklaut wurdest, liegt es ja nicht daran, dass das Unternehmen nicht profitabel ist, sondern daran, dass eben ein Diebstahl passiert ist, also dass du Opfer einer Straftat wurdest. So, logischerweise kann ich nichts dafür, logischerweise zahle ich ja die Steuern, sobald ich das Geld wieder reingewirtschaftet habe, beziehungsweise sobald ich das Geld wieder habe von den Tätern. Also von der Frau Lattmann und vom Fahrrad. So, also es ist alles auf den Weg gebracht, ich habe alles richtig gemacht, logischerweise kann es nicht sein, dass ich verurteilt werde. Wenn ich verurteilt werden sollte, dann herrscht Korruption. Wenn Korruption herrscht, würde ich auf die höchste Ebene gehen, würde ich also auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen und sagen, es kann nicht sein, dass ich hier, obwohl ich überhaupt nichts falsch gemacht habe, von einem deutschen Gericht verurteilt werden würde. Das heißt, ich würde mich dann durch die höchsten Instanzen klagen, bis eben zum EU-Recht, bis eben zum Gerichtshof für Menschenrechte, dass ich eben auch Recht kriege, weil logischerweise habe ich Recht. Also es ist insofern klar, dass ich das nicht hinnehme, wenn jemand ankommt und darum spastet und sagt, ja, aber hier ist Recht so und so. Ja, egal, ich bin im Recht. Also logischerweise werde ich das durchklagen. Also. Ja, okay, hoffentlich. Ja. Das ist Ja, bei mir ist es jetzt so, dass ich wohne noch bei meiner Mutter ja. und sie will jetzt die Wohnung kündigen und dass ich dann quasi auch spätestens ab Hälfte des nächsten Monats bin ich dann quasi umgezogen und ich habe auch ein Bewerbungsgespräch schon fürs Studium, also fürs duale Studium, weil anders als du bin ich halt der Meinung, dass ich jetzt quasi relativ schnell das machen Wenn du möchte. das machen möchtest, machst du das. Ja, genau. Und ich brauche aber halt jetzt quasi für diese Zwischenzeit quasi Geld. Deswegen wollte ich halt quasi bei dir auch arbeiten. Kannst du gerne machen, das ist kein Problem. Ja, aber die Frage ist, ob du mich auch überhaupt brauchst. Also ich könnte eigentlich so gesehen alles machen, außerhalb Sachen programmieren, so. Also, Erik, ich brauche dich eigentlich nicht unbedingt. Es geht nur darum, dass irgendjemand die E-Mails machen sollte, weil es halt so ein bisschen Kundenservice ist und so. Ne? Also, es macht halt Sinn, wenn jemand Kundenservice macht. Aber es ist an sich nicht unbedingt nötig. Ich würde es eher so machen, um dich zu sehen und so. So. Ja, kannst du gerne machen. Also, kannst gerne zweimal die Woche kommen. Ist überhaupt kein Problem. Freue ich mich sehr. Kriegst du halt doppelt so viel Geld. So, daran verabschiede ich mich jetzt in den Feierabend. Einen wunderschönen Abend euch. Tschüss und bis bald.